ich glaube, mit einem Bohrer macht man die kaputt und dann spawnt Plantera. Hier oben habe ich leer geräumt. Ich guck mal weiter hier unten. Unglaublich durchsiebt der Dschungel mittlerweile ist. Ja gut, aber an wen liegt's denn? An uns, ne? Fuck, diese Corruption-Gegner, die hier spawnen, sind echt fies. Ganz besonders fies ist es, wenn beide Biome zueinander laufen und die Dschungelgegner und Corruption-Gegner spawnen. Ja, gerade war so ein komischer Hammer auf mich wütend. Der wurde dann von meinen Gefolgsleuten zusammengeschossen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch was Wichtiges für mich droppt. Ich weiß auf jeden Fall im Dungeon die fliegenden Totenschädel, die droppen noch etwas, was ich brauche. Was macht denn bitte die verfluchte Flamme oder wie das auch immer auf Deutsch heißt? Daraus kann man Pfeile und Munition craften, die verfluchten Feuer Debuff erzeugen. Also Flammen, die durch Feuer nicht löschen lassen. Die sich durch Wasser nicht löschen lassen. Durch Feuer nicht löschen lassen. Ja, kennt man doch. Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, dann muss man auch Feuer mit Feuer löschen. Wie Family Guy, wie die Feuermänner das früher gemacht haben. Mhm. Da wurde das Feuer noch ausgeschlagen. Hat er nicht eine Knarre gehabt, den Feuermann erschossen und nach sich selber? Die hatten sich mit Fäusten geprügelt einfach. Da wurde die Flamme zu so einer Person und haben sich geprügelt. Ich glaube am Ende hat er eine Schrotflinte rausgeholt, hat den Typen aufgeknallt und dann sich selber. Das weiß ich nicht. Das kann auch ein anderer Gag wieder sein. Die haben so viele verschiedene Gags da. Aber im Endeffekt kommt es überhaupt selber hinaus. Das ist einfach irgendwie der Bullshit. Habt ihr auch schon das neue Minecraft-Update mitbekommen? Nein. Der Nether wurde überarbeitet, hat neue Biome und ein neues Erz, das Diamanten sogar überbietet von der Stärke. Ja, doch, das hast du letztes Mal schon erzählt. Ah ja, genau. Was? Weiß das ich nicht mehr. Ja. Seit dem Southstream ist mein Gehirn komplett im Arsch. Kann ich verstehen, irgendwie. Deshalb, weil alles abgestorben ist. Ich habe bestimmt 40 IQ weggesoffen. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn man vorher nur 40 hatte. War aber auch ein lustiger Stream. Hat mich aber auch so fertig gemacht. Und dann schreibt er mir am nächsten Tag, na wie geht's, wollen wir heute nochmal machen? Ja, ist auch. Ich hatte das eine Mal schon kaum überlebt. Das kann ich vielleicht einmal im Jahr machen, das war's dann.
gleich mal gespannt, wie viele Barren ich aus dem Zeug bekomme. Ich habe auch noch ein paar aufgesammelt. Fuck, 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 fuck. Knapp, knapp. Fuck, fuck. Ah, da waren noch so viele Erz vorkommen. So ein Scheiß. Diese drecksverfluchten Flammen. Die lassen sich auch nicht mit Feuer löschen. So, schauen wir mal. Das ist nicht sonderlich viel, was man daraus bekommt. Okay, schauen wir mal. Magiewaffen und so etwas gibt es davon ja nicht. Fernkampfwaffe davon ist auch nicht so nötig. Erik, du verkackte Corrupted Mimic. Ja, warte. Da. Sieht gut aus. Erik! Ah, warte. Nee, die war im Wasser. Ein Fallgewehr, eifrig. Ein Fallgewehr muss nicht sein, dass es dann noch eine zusätzliche Munitionsart, die ich dann mitschleppen muss. Ich wiederhole mich nicht gern, aber Fallroulette. Okay, ich ziehe erstmal den Kürzeren. Für euch beide ist die Rüstung aber schon fertig. Dann komme ich direkt mal wieder zu euch. Wir haben ja noch jede Menge von den Wurmlochtränken übrig. So, Erik, deine Rüstung schon mal. Das, das und das. Als. So, Lennart. Erstmal das hier. Dann die Rüstung hier, hier und hier. Und hier dann noch das. Ah, ein paar verfluchte Flammen. Ja, würde ich zuerst aber noch meine Rüstung holen, bevor wir Plantera machen. Ja, das war. Komm noch zurück. Ich hab da noch ein bisschen Erz für dich. Was hätten wir aufgesammelt? Hatte. Oh, warte. Baut man auch jede Menge für. Man braucht 6 Erz für einen Barren. Naja, da hast du hier schon mal 3 Barren. Fast 4. Oh, hier sind aber viele Seelen der Nacht drin, die nehme ich mal noch mit. So, jetzt habt ihr ja ein zusätzliches Auto geschützt durch die Rüstung. Oh, cool.
dieser Corruption-Teil von der... vom Dschungel gefällt mir gar nicht. Nee, nicht wirklich. Ich bekomme so viel Damage. In dem Raum gut ausgebaut habt, da könnt ihr mal auf der Karte schauen, ob ihr da noch irgendwo eine andere Pflanze seht. Und dann könnt ihr dort einen möglichst straighten Tunnel hingraben. Dann brauchen wir nicht extra immer einen neuen Raum zu machen, sondern nur, dass wir schnell zu dem Raum zurückkommen. Alles klar. So. Hier bei mir ist gerade eine Plantera-Pflanze. Vielleicht lässt sich da ja was machen von hier aus. Oh yeah. Weil hier auch ein recht großer Raum ist. Fuck. Was? Diese komischen Fische die ganze Zeit im Dschungelwasser. Machen so viel Damage. Sehen. Wie viel kann ich mir noch machen? Immer noch nicht genug für die ganze Rüstung. Ich hab, Eric, ich hab einen Starclaw gerade gefunden. Ein was hast du gefunden? Sternmantel. Oh, und wo? Sternumhang, ja, von der Mimik. Cool, ich komm mal zu dir. Kannst dann an der Tinker-Werkstatt mit deinem... mit deinem jetzigen... mit der Mana-Blume verbessern. Dann hast du ein schönes OP-Accessoire für Magier. Die Bienenkönigin ist erwacht. Aua. Fuck. Erst bei mir. Ja gut, die dürfte ja jetzt nicht die Schwierigkeit sein, oder? Ich hab kein Leben. Ja, wobei, never mind. Und da ist das Leben runtergerutscht. So viel zur Königin. Ja, aber ich mal. Da war die Schleimkönigin noch heftiger.
Na, jawohl. Jetzt habe ich hoffentlich bald genug. Chipton. So, das muss jetzt mittlerweile genug sein, denke ich. Ich nehme noch mit, bis der Trank abgelaufen ist. Mhm. Oder bis ich sterbe, was womöglich als erstes passiert. Das kann weg.